Verismo, das war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein knapper, äußerst prägnanter Begriff für die Darstellung von Realität auf der Opernbühne. Der ungeschminkte und schlaglichtartige Blick auf die Lebenswelt einfacher Menschen, auf ihre schicksalshaften Verstrickungen, auf blutig ausgehende Tragödien, zumeist getragen von glutvoller Melodik. Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallos Oper Pagliacci, der Bajazzo, sind hochemotionale Paradebeispiele für diese Strömung des Musiktheaters. Zumeist kommen sie gemeinsam und inszenatorisch verzahnt auf die Bühne. Denn im Grunde genommen wird zweimal die gleiche Geschichte erzählt, meint Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzen. Wie in einem Traum oder einer Schleife, der man nicht entrinnen könne. Untreue, Eifersucht und Rache sowie die unumstößlichen Gesetze einer Dorfgemeinschaft prägen das Geschehen in Cavalleria Rusticana. Philipp Stölzel wählt dafür eine Schwarz-Weiß-Ästhetik, weckt damit zugleich Erinnerungen an die Glanzzeiten des Stummfilms und wurde für diese äußerst gelungene Verbindung von Kino und Musiktheater zum Bühnenbildner des Jahres gekürt. In gleicher Weise, allerdings expressionistisch eingefärbt, ist auch Pagliacci, der Bajazzo, angelegt. Da die Setzkastenbühne auch hier die Gleichzeitigkeit der Geschehnisse in der grellbunten Welt des Theaters ermöglicht. Doch im entscheidenden Moment reißt der Vorhang. Lassen sich die aufgesetzte Fröhlichkeit und die ehrliche Verzweiflung nicht mehr länger voneinander trennen.